offen über Vertriebsmachenschaften rede, ja, säge ich an meinem eigenen Ast. Was heißt das? Das heißt, sagen wir mal, irgendein Sponsor möchte mit mir Sponsoring machen. Ja, der denkt, hör mal zu, der Typ ist ständig irgendwie alles am Kritisieren, der ist viel zu ehrlich, der sagt die Wahrheit über irgendwelche Vitaminprodukte, die übertrieben dargestellt wurden, mit dem kann ich doch kein Geld verdienen. Oder nicht so viel wie mit den anderen, weil die gehen her und erzählen euch, ja, wie ganz krass wichtig ist und wir sind alle unterversorgt mit Vitaminen und so weiter. Ihr müsst unbedingt dieses Produkt hier kaufen, weil dann seid ihr wieder ganz krass vorne dabei und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt vor 2-3 Wochen mit ein paar Leuten in Kontakt gekommen. Ich sag euch auch genau, was Sache ist. Das wird, ich weiß nicht, ich werde euch auch die Produktnamen jetzt nicht in die Kamera halten, aber ich werde euch ein bisschen was zeigen. Das müsst ihr sehen. Und zwar, das ist eigentlich ein Produkt, oder sagen wir mal so, diese, das, was ich jetzt bewerben soll, besteht aus drei Komponenten. Das sind einmal so Tabletten. Wie gesagt, Produktname werde ich jetzt nicht in die Kamera halten, ne, aus verschiedensten Gründen. Also ich zeige euch mal die Rückseite. Ja, ich zeige euch auch mal, was das ist. Das sind so kleine Pillen. Ja, ich zeige euch mal eins davon. Um Gottes Willen, da sind jetzt keine krassen, schlimmen Inhaltsstoffe. Das sind schon alles mehr oder weniger, sage ich mal, natürliche Inhaltsstoffe. Ne? Also einmal die Pillen hier. Dann haben wir Säfte, und zwar von, sagen wir mal, seltenen Früchten oder die halt nicht überall vorkommen. Ich werde euch das auch umknicken hier. Oder beziehungsweise, ne? Hier ist Saft drin, und zwar von bestimmten Früchten, die nicht mal eben überall wachsen. Das sind schon so seltenere Früchte. Das ist so ein Ding, kann man oben aufreißen und trinken. Ne? Das sind so, ich habe etliche Packungen davon bekommen. Okay, und das sind so kleine Fläschchen. Hier, kann ich euch auch mal zeigen. Nur mal kurz gucken, damit man den Namen jetzt nicht erkennt. Okay, so kann ich es euch zeigen. Das gehört alles zusammen. Ne? Also sowohl die Tabletten hier, als auch die kleinen Fläschchen hier, als auch diese Trinkpäckchen. Die gehören alle zusammen. Und zwar kostet eine, ich glaube, Monats- oder Zwei-Monats-Ration um die 150 Euro, falls ich mich nicht täusche, 150 Euro, überlegt euch das mal. Und ich habe mich mit diesen Leuten vor 2-3 Wochen getroffen und die haben mir wohl ein Riesenpaket sozusagen dagelassen, ich soll es testen, ja, und dann mir überlegen, ob ich dafür Sponsoring mache. Aus verschiedensten Gründen hat das bis jetzt nicht funktioniert. Ich habe erstens den Leuten von Anfang an klipp und klar gesagt, wenn ich überhaupt Werbung dafür mache, dann mache ich einmal ein Video oder alle paar Wochen vielleicht mal ein Video, wo ich ein Infovideo darüber mache und auch sage, wie ich das getestet habe, wie es auf mich gewirkt hat. Und ich habe keine Lust, dass in meinen Videos ständig irgendwelche Einblendungen sind, weil das ist das, was ich zum Beispiel auch bei den anderen kritisiere. Kann jeder machen, wie er möchte. Ist nur nicht meine Sache. Ich finde das penetrant. Du guckst ein Video, ja? Rechts oben eingeblättet T-Shirts, oben Mitte abonniert meinen Kanal, oben links bestellt meinen super Saft, was das braucht ihr unbedingt, weil das ist ganz krass. Unten links bestellt dies, unten rechts bestellt das und so. Und ich habe denen erklärt, hör mal zu, so penetrant möchte ich keine Werbung auf meinem Kanal machen. Weil ich einfach nicht so der Typ dafür bin. Ich finde das penetrant. Ich kann ein Infovideo darüber machen, habe ich gesagt, ja. Wenn ich das getestet habe und es hat gut auf mich gewirkt, ich kann ein Infovideo machen und ich möchte einen Pauschalbetrag von dieser Firma haben. Das heißt, ich bekomme so und so viel Geld, mache dafür Werbung. Wenn die dann nochmal Werbung wollen, dann sollen sie pauschal nochmal was zahlen. Weil im Endeffekt, ich habe keine Lust, meinen Leuten oder meinen Zuschauern penetrant ständig irgendwas unter die Nase zu reiben. Kauf das, bestell das, kauf das, bestell das. Ich habe keinen Bock, dass meine Videos voll damit sind. Ja, so aufgrund dessen kann das sehr gut sein, ich habe auch aufgrund des Videos jetzt heute, das ich gemacht habe, dass ich mit den Leuten gar nicht ins Geschäft komme. Ganz einfach. So, und ich bin nicht so groß wie die anderen, aber ich sag mal, wer weit über 10.000 Abonnenten hat und es geht zwar langsam vorwärts, aber es geht vorwärts, irgendwann mal vielleicht 15.000, 20.000 Abonnenten hat, der bekommt ständig solche Angebote. Das sind auch nicht die ersten und die einzigen. Ich habe auch einige Videos auf privat geschaltet. Vielleicht mache ich mal demnächst ein paar Videos wieder frei, dass ihr die sehen könnt. Die sind im Moment auf privat. Es gab Sponsoren, die sind auf mich zugekommen. Aus verschiedensten Gründen bin ich mit denen nicht ins Geschäft gekommen.
Ja, teilweise halt auch wegen Geld natürlich und teilweise aber auch, weil die penetrant Werbung machen wollten auf meiner Seite und ich das nicht wollte. Versteht ihr? So, sollte es dazu kommen, dass die Firma mit mir trotzdem Sponsoring macht, werde ich euch statt die Rückseite auch die Vorderseite zeigen von diesen Produkten. Dann wisst ihr auch, worum es geht, ja. Ich habe solche Angebote und es hat nichts mit Neid zu tun. Nur, ich versuche nicht um jeden Preis und auch einige wenige andere YouTuber. Wir versuchen nicht um jeden Preis den Leuten irgendwas aufs Auge zu drücken. Weil ich denke, in weißt du, diese Bananenfraktion, ich habe das Gefühl, die wollen innerhalb von 2, 3, 4, 5 Jahren so viel Kohle wie möglich scheffeln. Und danach ist denen alles scheißegal, weil dann haben die genug Geld gemacht und dann können die auf euch alle scheißen. So habe ich das Gefühl mittlerweile. Und das von letztens, dass dieser Illuminat alle YouTuber, die nicht seiner Meinung sind, als Hurensöhne bezeichnet hat, hat mir wirklich die Bestätigung dafür gegeben. Das war wirklich die Bestätigung. Der Typ ist absolut abgehoben. Der hat mit der Realität und mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun. Der weiß nicht mehr, wer der ist, woher der kommt. Erfolg hat sein Hirn aufgefressen. Wirklich. Ich will mich da auch nicht reinsteigern. Also, ihr habt's gesehen, ich bekomme genauso wie auch einige andere, so ab 5 bis 10.000 Abonnenten, glaubt mir, wenn ihr so viele Abonnenten habt, da kommen schon kleinere Firmen, sage ich mal, die wollen mit euch. Ich hatte auch schon Firmen, die wollten mir, weil meine Bankdrückgestelle hier total kaputt sind. Gab's auch Firmen, die haben gesagt, hör mal zu, wir sponsern dir so eine richtig professionelle Bank. Ne, und dann musst du aber auch in jedem Video, sag ich mal, einen Link von uns haben. Habe ich auch gesagt, hör mal zu. Ich kann für eure Firma dann auch Werbung machen, aber doch nicht in jedem Video. So richtig penetrant. So, lange Rede, kurzer Sinn. Zieht euch mal ein Video von Andreas Münzer rein, ne? Wo der uns allen versucht, in den 90ern, wo er noch krass dabei war, Sauerstoffflaschen zu verkaufen. Ja, das ist nichts Neues. Das gab's schon immer, das wird's auch immer geben. Ihr müsst wachsam sein. Ihr müsst euch die YouTuber, Fitness-YouTuber oder Kraftsport-YouTuber aussuchen. Ihr müsst gucken, wer macht nur noch Werbung für irgendwelche Sachen, um Geld zu verdienen und wer versucht, euch Wissen mitzuteilen. Ja, und wir sind mit Andreas Münzer immer noch nicht fertig. Ich habe euch ja gesagt, ich habe ja letzte Woche diesen Bodybuilder gezeigt, der 20.000 Kalorien an einem Tag zu sich genommen hat. Mit Schokolade, Kekse und Eiscreme und sowas. Da haben auch Leute geschrieben, ey, ihr müsst euch mal die Videos bitte mal konkret reinziehen, mal ganz ehrlich. Ich finde das irgendwie ein bisschen krass, dass ihr irgendwas seht und dann irgendwelche Kommentare schreibt, die gar nicht dazu passen. Weil einige geschrieben haben, das macht er bestimmt einmal im Monat oder einmal alle paar Monate. Nein, nein. Er sagt explizit im Video, ich glaube, der blendet das sogar auch ein, aber der sagt, jeden Sonntag 20.000 Kalorien mit Eiscreme, Keksen und irgendwelchen so Schrottfraß. Pizza, der geht Pizza essen, Hamburger essen und so, ne? Das ist nicht irgendwie einmal im Monat oder einmal im Jahr, das macht er jeden Sonntag, das ist sein Cheat Day. Ja, das heißt, er nimmt an vier Sonntagen im Monat 80.000 Kalorien zu sich und da sind die ganzen anderen Tage gar nicht dazu gezählt, weil an normalen Tagen, ja, und dazu komme ich im nächsten Video, sowohl Andreas Münzer als auch andere Profi-Bodybuilder, die nehmen tagtäglich zwischen 5, 6 bis zu 10.000 Kalorien am Tag zu sich und dazu komme ich im nächsten Video. Alles klar, ich hoffe, ihr guckt es euch an und lacht dabei schön, wie Andreas früher versucht hat, in Hilfe von... Egal, passt schon. Guckt es euch mal an, ey. Das ist echt zu krass. Haut rein, bis dann.